Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. In der letzten oder in der ersten Folge haben wir unser kleines Schienennetz von Refem nach Siegburg gebaut und fahren gerade mit der ersten Ladung Personen, insgesamt 26 von 36 Personen, wieder zurück nach Siegburg und sind gespannt, was das finanziell für unseren Zug heißt. Ist er positiv? Ist er negativ? Wir wissen es nicht. Ich weiß bloß, dass er verdammt viel Geld schon kostet. Und das ist echt uncool. Und ich hoffe, dass er uns jetzt mal ordentlich plus macht. Wir haben 4 Millionen minus. Was nicht so ganz schön ist. Währenddessen schaue ich schon mal, ob wir rein theoretisch hier irgendwas in der Nähe produzieren können, was wir vielleicht mit Kutschen machen könnten. Ist ja nicht immer die einfachste Sache, was mit Kutschen zu machen. Aber wenn wir natürlich was hätten, wäre es natürlich genial. Hier hätten wir Weizen, Weizen zu Brot. Und Brot bräuchte Siegenburg. Hört sich doch lukrativ an. Wir machen hier eine Kutsche drum. Oh. Hier warten sie gerade 36 Leute. Die warten. Oh. Ich hätte länger einen Zug bauen sollen. Das ist unerwartet. War 1851 noch nicht Zugfahren Luxus? Aber sehen wir es mal, Betriebskosten, weil er ist ja einmal hin und zurück gefahren und einmal davon war leer. Das bedeutet, das ist jetzt eine Vollfahrt für ihn dann, quasi. Bin mal gespannt. Oh, ja, du, der war jetzt nicht bummvoll, jetzt ist er bummvoll. Das ist ein lukratives Geschäft, du. Der hat jetzt hier Einnahmen von 250.000 gemacht. Gleicht sich ja ein Minus von 105 und 151 macht 100. Das kommt gerade auf den einen Verdienst hin. Ich sehe hier großes Potenzial, du. Aber ich sehe noch mehr Potenzial in der Weiz. Oh, noch potenziell besser. Ich brauche einen kleinen Kutschenansatz. Gebäude. Ich bräuchte bitte ein Straßendepot. Wir setzen natürlich ein Straßendepot dahin, wo es benötigt wird. Das heißt, wenn es nicht sich der Straße anpasst. So. Wir haben jetzt hier ein Straßendepot. Was wir brauchen, sind dann Fuhrwerke. Aber als erstes brauchen wir hier eine LKW-Ladestation. Und die benötigen wir dann hier oben auch. Aber ich würde die am liebsten hier vorne hinsetzen. Weil die braucht dann nicht so viel Platz. So. Und unten in der Stadt, wo ist ein Brot hier? Da sehen wir, das Brot ist hier. Wenn wir jetzt eine Versorgung... Wir sind im Minus. Google, Google, Google. Ich brauche Geld, ich will nicht, dass ihr vollbauen. Bitte, bevor jemand hier baut, ich brauche Geld. Zug. Wo bist du? Er ist gerade angekommen. Oh ja, wir haben Geld. Nice. Wir bauen natürlich gerade wieder für teuer Geld. Aber... Die... Zu Busse können rein theoretisch, wenn wir sagen, neue Linie. Wir können denselben nicht für hier. Nach hier verwenden. Und wir sagen, bei Siegburg Nord kann ich, glaube ich, hier sagen. Er soll... Er soll, wo ist denn das Weizen? Weizen nicht laden, sondern nur entladen, dafür Brot voll aufladen. Und ich hoffe, das funktioniert so, wie ich es mir vorstelle. Die Linie hat es aber passt von der Linie. Genau, 1, 2, 3, Abzweig und dann geht es wieder zurück. Zum Beispiel 1, 2 Fuhrwerke.
Geil, es geht sich genau eins aus. Kann ich nicht irgendwie ein bisschen... Eins bringt sich auf der Linie gar nichts. Geld. Bisschen was, bitte. So ein bisschen was wäre ganz schön fein. Wie wär's mit 4? Ich habe vielleicht ein bisschen viel Lohn aufgenommen, ne? Aber ich überlege gerade auch echt, ob ich noch einen zweiten Zug einstelle. Hier schon was 25 und dazu kommt die erst wieder an. Und hier haben wir wie viel auf Lager? 42. Da lohnen sich ja quasi 2. Oder wir müssen den mal erweitern. Ah, der bringt Profit, oder? Ja, der... Nicht nur ein bisschen. So, die haben natürlich jetzt eine weite Strecke vor sich, aber hier... Oh, hier steht schon schön viel Weizen auf Lager. 65, 66 mit... Oho. Unsere Kutschen sind aber auch schon auf dem Weg. Ist natürlich ein weiter Weg jetzt, ne? Ich wusste auch nicht, dass es Ölraffinerien 1850 schon gab. Oder gab es schon? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mal so sicher. Die Frage ist auch, sollten wir nicht vielleicht wirklich die Strecke ausbauen und nochmal einen zweiten Zug ansetzen? Also können die Schiene auf jeden Fall, denke ich, nochmal verdoppeln, weil erstens, wir haben einen Lohn aufgenommen, der muss weg. Und zweitens, eine zweite Schiene ist nie schlecht, vor allem wenn wir dann schon mal Stabilität für die Zukunft bauen wollen. Gleise. Dann bauen wir nämlich das Ganze jetzt einfach aus. So, ganz, ganz easy. Zieht sich ein zweites Gleis jetzt durch die Prärie. Ich hoffe, wir müssen nirgendwo was machen. Aber hier, diese langen Strecken kosten jetzt selbst 100.000. Was natürlich ein Träumchen ist, wenn man es so nennen will. Das kostet jetzt ein bisschen mehr. Aber war auch zu erwarten. So. Und hier hinten machen wir jetzt eine schön lange Kreuzung. Und dieselbe können wir dann hier hinten auch machen. Das sollte auf jeden Fall... Oh, die bauen hier... Die sparen nicht am Platz, du. Das Haus geht bestimmt billig weg, weil direkt an der Schiene. Aber hey, was willst du machen? Wenn der Platz knapp ist, baust du auch direkt an den Schienen. Steigung zu... Willst du mich jetzt verarschen? Oh nee. Komm schon. Och nee, auch nee. Nicht zu große Krümmung hier. Ja, danke schön. Dann halt hier vorne. Eieiei. Signale. Machen wir wieder dieses typische System, wie ich habe. Aber eigentlich muss das hier stehen. Da vorne darf keins stehen. So. Und dann stellen wir jetzt hier überall Signälchen auf. Zack. Und zack. Zack. Und zack. Zack. Und zack. Aber überall außen die Signale, ganz simpel. Der Zug sollte es hoffentlich in Zukunft dann auch verwenden. Das war wiederum im Voxel der Kuhn einfacher, da konntest du einstellen, dass du sozusagen im bestimmten Abstand alle platzieren willst. Und hat das Klick gemacht, aber ich denke, da gibt es bestimmt für einen Mod. Aber so kannst du es halt auch ein bisschen präzisieren. Zum Beispiel ich bin hier ein Fan, wenn ich hier vorm Tunnel
ein Zeichen habe, um das Ganze zu machen. Und er sollte schon das neue Schienenverkehrssystem nutzen. So wie ich das sehe. Zack und zack. Und ein ganz simples System, was ich hier löse, ist, weil hier sozusagen jetzt die Schiene falsch liegt, sage ich einfach hier, weißt was? Du gehst direkt hier runter. 9000 Euro Schiene, verbaut. Und natürlich in dem Moment muss auch nochmal Autospeicher sein. Die geht jetzt hier drüber als Kreuzung. Und wir haben hier gleich auch noch Einwegschiene gehabt. Ach, Einbahn. Im Grunde ist es ja hier drauf, hier ist runter. Genau, bedeutet, hier ist auch rauf, hier ist runter. Weil sonst ergibt es alles gar keinen Sinn. So, wo ist denn jetzt eigentlich unser Zug? Der Zug hier ist hierhin unterwegs, ne? Hier warten immer noch 43. Ja. Produziert der mittlerweile schon? Versand liegt bei 7. Anscheinend ein Geld zu machen, oder? Ja, mach ein bisschen Umsatz. Kann ich. Müsste ich eigentlich, ne? Ich müsste hier bei Linien hier. Ja, machen beide plus. Schön. Schön, schön, so will ich das. Alter, die bauen jetzt schon instant aus. So. Ey, die machen was. Geil. Weißt du was? Ich erhöhe nochmal hier den Stand. Und gibt denen nochmal weitere 8 von den Wagen hier. Nimm alle und schick sie nochmal auf die Linie 2. Jetzt kommt hier eine Armee an Kutschen raus. Kutschen, fahrt! Fahrt ihr Kutschen! Und die werden sich jetzt alle auf den Weg machen. Alter. Fahren die jetzt erstmal alle hier durch, oder was? Eieiei. Macht's doch simpel, biegt gleich ab. Ach schau, die bauen alle aus. Das ist voll cool. Wie schaut's mit der Stadt aus? Einwohnerzahl plus 50% ist 138, die Bewohnerschaft ist ja höher. Ziele? Siegburg. Arbeit, Einkauf, 0%. Reifen ist 100%. Versendet 6, ja okay. Da hier kommen jetzt aber auch nochmal ordentliche welche nach. Der erste ist schon vorne. Und der darf bald seine Produktion gleich ein bisschen abheben, weil es kommen noch mal ein paar hier hinten nach. Das wird es am Anfang wieder natürlich kosten, aber das ist schon vollkommen okay, dass das kostet. Das ist vollkommen okay. Ich kann doch schon. What? Ich kann Schiffe rein heute spawnen, lol. Okay, wo ist unser Zug gerade? Nur, dass ich mal so einen Stand habe. Ich muss immer gucken, wie ist der Stand aktuell. Lohnt es sich rein theoretisch, noch mehr Züge anzuschaffen? Das ist ja meine Frage. Ich würde nicht hier bald in Siegburg so eine kleine Rundtour machen, die die Leute von A nach B bringt. Das ist gleich gar nicht schlecht, weil allein schon, wie man sieht, dass die Stadt sich dauernd ausbaut und eigentlich vergrößert hat an Gebäuden. Die Gebäude werden ja ausgebaut. Wäre es gleich gar nicht doof. Ich glaube, der Zug reicht aktuell noch. Die Schiene ist ausgebaut auf eine zweispurige. Aber man sieht schon, hier sind allein schon wieder 48, 50 Leute am Warten. Wenn es so weitergeht, brauchen wir mindestens einen zweiten Zug. Der im Gegenrhythmus fährt. So, jetzt sind aber auch gleich unsere... Nee, der große Schwall kommt noch. Der große Schwall, der kommt ja noch. Hat der überhaupt was auf Lager? Nee, hat er überhaupt nicht. Oh. Ja, vielleicht müssen wir das nachher optimieren, sozusagen, dass wir es in zwei Linien doch machen. Lädt der gerade auf, wieder lädt auf. Die können halt noch so elendig wenig transportieren, das ist so ungut. Ich weiß auch nicht, warum unbedingt eine Weizenfarm auch Tiere dabei hat. Aber ist das mein Problem? Nö. Aber man sieht schon, 130 hat auf Lager, ja, das reicht locker.
Jetzt kriegt er erst die Armada hier mal reingeballert und dann schauen wir weiter. Wir haben 1855 mittlerweile. Unsere kleine Modelleisenbahn fährt hier durch die Gegend. Die Zeichen funktionieren auch gut. Die Kupfermine, die alte. Die arbeitet hier auch. Abnehmerdienst, ja, ja, da gibt es aber einige Abnehmer rein, theoretisch. Schauen wir mal. Alter, jetzt schon wieder 30. Also es wird happig, denke ich. Es wird happig, weil hier warten mittlerweile 54. Ja? Ist echt schon überlegen wert, einen zweiten Zug einzustellen. Ich glaube nicht mal überlegenswert, sondern wirklich nehmbar. Ah, kostet halt auch wieder 1 Million, ne? Muss man auch wieder so sehen. Es kostet 1 Million allein, den Zug zu machen. Wie schnell lädt der jetzt? Umgeschaltet, zack, drin. Und dann wartet er. Muss ich losfahren? Ja, muss ich. Und fährt los. Wenigstens ist der Takt dann gut in dem Abstand, in dem sie ankommen. Und der produziert hoffentlich ein bisschen was. Der hat 2 Brot geladen. Achso, der gibt gar nichts ab, weil der sozusagen... Da stellt er das da und der hat es gleich wieder aufgenommen. Ah, jetzt sind hier noch... Es liegt noch 1 Brot rum. Wie viel hast du mitgenommen? 1. Jetzt hast du dann 3 mit. Okay. Bleibst aber auch ein bisschen länger stehen. Aber immerhin machen sie ein bisschen Geld. Das ist Vorteil. Aber Leute, das war's auch für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.